Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken, weil es gestern so schön war, heute gleich nochmal etwas vom Ritter Fips. Ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß. Wenn nicht, sagt mir einfach Bescheid. Ihr könnt gerne kommentieren. Kein Mensch hindert euch dran. Ich hab euch lieb. Ritter Fips und des Sängers Flucht. Herr Fips sprach zu dem knappen Heiner: Nanu, da draußen singt ja einer. Gib ihm 2 Groschen und er möge bald sehen, dass er weiterzöge. Und sag ihm, dass hier niemand wohne, für den es sich zu singen lohne. Der Knappe tat, wie man befahl, da trat der Sänger in den Saal, warf Fips die Groschen ins Gesicht. Den Dank, Ritter, begehr ich nicht. Du bist ein Geizhals, bist verrucht. Und ging. Das war des Sängers Flucht. Schlussfolgerung: Man gebe Sängern für die Lieder nie zu viel Geld, sonst kommen sie wieder. Ritter Fips und der Magere. Es war bekannt, dass Ritter Fips zwar Kraft besaß, doch wenig Grips. Denn fragte man ihn was beim Quiz, nie wusste er dann, was es ist. Da sowas peinlich ist auf Reisen, war Dr. Hadubrand zu preisen, der äußerst mager von Figur ab nun stets mit dem Ritter fuhr. So konnte diesem bei Turnieren bei Geistigen nicht viel passieren, denn machte er sich etwas dünn, stak Hadu mit im Panzer drin und konnte so auf alle Fragen die Antwort leis von hinten sagen. Schlussfolgerung: Man muss sich notfalls jemand mieten, hat man an Geist nicht viel zu bieten. Ritter Fips und die Mandeln. Fips, nur um den kann es sich handeln, erkrankte schwer an seinen Mandeln, weshalb er bat, wenn auch nicht gerne, dass man die Dinger ihm entferne. Herr Dr. Stips, der zuständig für Leiden war, die inwendig, gab erst einmal, wie früher stets, Fips einen Schlag auf dessen Dez, griff dann zu dem Skalpell, dem Blanken, und operierte unseren Kranken. Seitdem sah man nur ohne Mandeln Herrn Fips durch die Gemächer wandeln. Schlussfolgerung: Warum sich mit den Mandeln quälen? Man sieht's ja nicht, wenn sie dir fehlen. Ich hab meine noch. Ritter Fips und das Wagenrennen. An manchen hohen Feiertagen bestieg Herr Fips den Zweiradwagen und rief: Ihr Rosse, vier und feurig, trabt los zu meinem Sieg, euch steurig. Und hui, schon flog das Renngespann mit Peitschenknall und Rittersmann durch Wald und Wiesen, Feld und Flur, und alles raunte wie Ben Hur. Er traf auch stets als erster ein, kein Wunder, er fuhr ja allein. Schlussfolgerung: Gibt Pferden man eins hinten drauf, beschleunigen sie vorn den Lauf. Und ein letztes noch, das gebe ich uns noch. Ritter Fips und der Zweikampf. Es zog ein reicher Kaufmannssohn mit Spezereien und Munition vorbei an Ritter Fipsens Schloss, was diesen überaus verdross. Drum kam Fips vollgetankt mit Bier, doch roch man's nicht, weil das Visier wie stets bei ihm und bei Gefahr bis unten hin geschlossen war. Dem Kaufmannssohn auf schnellsten Wegen nicht freundlich zwar, aber entgegen. Der Kampf, denn jeder wollte siegen, fand statt auf Brechen und auf Biegen. Und nur durch Stellen eines Beins verlor der Kaufmann 0-1. Und schließlich auch sein Haupt als solches durch einen scharfen Schnitt des Dolches. Schlussfolgerung: Es lohnt sich, keinen Hut zu tragen, endet der Mensch bereits beim Kragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine gute Nacht.